ist die nächste Rednerin, Rosemarie Hein, die bildungspolitische Sprecherin, nein, Sprecherin für allgemeine Bildungspolitik, so heißt es, das Ganze von der anderen Seite angehen wird. Der 5. nationale Bildungsbericht gibt erneut Anlass, den Zustand des Bildungssystems in Deutschland kritisch zu beleuchten. Und das will ich auch tun. Und vor allen Dingen müssen wir die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen. Die Stellungnahme der Bundesregierung zu diesem Bericht finde ich ausgesprochen enttäuschend. Vielmehr macht sie vor allem das, was sie seit Jahren in Sachen Bildung tut. Sie lobt sich. Das finde ich nicht. Und sie setzt auf ein Weiter-so. Doch mit einem Weiter-so werden wir die gravierenden Defizite, die es im Bildungssystem in Deutschland nach wie vor in allen Ebenen gibt, nicht beheben können. Ich will das an ein paar Beispielen erläutern. Das Bildungssystem in Deutschland ist insgesamt nach wie vor von einer großen sozialen Ungleichheit geprägt. Kinder von Eltern, die keinen akademischen Abschluss haben, gehen um ein Vielfaches seltener an ein Gymnasium als Kinder aus Akademiker-Elternhäusern. Für sie geht der Weg zur Hochschulreife, immerhin ist das durchaus besser geworden, häufiger als für andere über den längeren Weg der berufsbildenden Schulen. Und sie nehmen deutlich seltener ein Hochschulstudium auf, und 6-mal häufiger landen sie an Hauptschulen. Und ich finde, das ist ein Ausweis, dass es so im Bildungssystem in Deutschland nicht weitergehen kann. Probleme gibt es auch nach wie vor in der beruflichen Bildung. Ende des vergangenen Jahres, es liegen ja inzwischen durchaus auch neuere Zahlen vor, wurde festgestellt, dass es wieder weniger Ausbildungsabschlüsse gibt als im Jahr davor. Und das war schon ein Tiefstand. Und das ist nicht mit Passungsproblemen zu erklären, Frau Ministerin, wie es die Bundesregierung und Sie auch immer wieder tun. Es fehlt ein eindeutiges Ausbildungsangebot. Und es gibt genügend, die einen Beruf erlernen wollen. Sie kriegen keinen Ausbildungsplatz. Das ist das Problem. 81.000 Bewerberinnen und Bewerber sind dieses Jahr, also im vergangenen Jahr, ohne einen solchen Ausbildungsvertrag geblieben. Das sind zwar 2.400 weniger als im Jahr davor. Aber wenn das Abbautempo so weitergeht, brauchen wir 34 Jahre, nicht 10 oder 15, um dieses Defizit auszugleichen. Und vor allem fehlt das Geld, viel Geld. Sie haben gerade die 1,2 Milliarden zum wiederholten Male zitiert, und ich frage mich, was davon noch alles finanziert werden soll. Sie geben in den nächsten vier Jahren 6 Milliarden insgesamt mehr in die Bildung, haben Sie angekündigt. Es gibt aber Studien, die belegen, dass es jährlich zwischen 20 und 40 Milliarden mehr bedarf, um die Defizite im Bildungsbereich insgesamt in den die müssen sie auch die Länder entsprechend ausstatten. Sie können nicht immer bloß auf die Länder verweisen und geben ihnen kein Geld. Also das funktioniert so auch nicht. Ich wünsche mir, Sie würden mal, also ich habe 15 Jahre Bildungspolitik in den Ländern gemacht. Ich weiß, was dort in den Bildungshaushalten steht. Ich weiß, was das für ein Kampf ist. Und ich weiß, wo denn dann das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Wir wollen aber nicht verhehlen, dass es auch positive Entwicklungen gibt. Aber wie das so ist, auch bei den positiven Entwicklungen gibt es Defizite. Obwohl die Zahl der Betreuungsplätze bei den unter Dreijährigen stark gestiegen ist, wurden vor allen Dingen in den westlichen Bundesländern die Zielzahlen gar nicht erreicht. Und Sie haben mich uns zitiert, weil wir die WIF-Initiative loben. Die loben wir, weil es eine Weiterbildungsinitiative ist und weil sie durchaus geeignet sind, sonderpädagogische Sachkompetenz zu entwickeln bei ausgebildeten Fachkräften. Was sie nicht leisten können, ist die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Es ist ja mein Weiterbildungsprogramm, und das darf man nicht verkennen. Dort sind sie zwar alle, ist die Arbeit aller Ehren wert, aber sie reicht nicht aus für eine vernünftige Versorgung mit ausgebildetem Erziehungspersonal. Zu den positiven Trends gehört auch der Wunsch nach höheren Bildungsabschlüssen. Der Realschulabschluss, das steht auch im Bericht, wird zum Regelabschluss werden. Das ist sehr schön. Doch das Bildungs- und Teilhaberpaket der Bundesregierung hat für Lernforderungen nicht den Aspekt, einen höheren Bildungsabschluss zu erreichen, mit einbetracht. Das ist kein Grund, eine Lernförderung beantragen zu können, haben wir schriftlich so bekommen von der Bundesregierung. Und wenn der Realschulabschluss aber ein solch anerkannter und erstrebenswerter Abschluss wird, und wir wissen, dass man dann auch deutlich besser einen Ausbildungsplatz bekommt, dann muss das auch Ziel von Lernförderung sein. Und ich kann Ihnen versichern, die Schulen würden mit dem Geld, was man dort hineinsteckt, deutlich Besseres anfangen können, aber die Schulen kriegen das Geld nicht. Und das gehört mit zu den Grundstrickfehlern in unserem Bildungssystem. Gut ist es auch, dass immer mehr junge Leute ein Studium aufnehmen. Hier wurden die Zielzahlen in der Tat überboten.
Doch die Lehre an den öffentlichen Hochschulen wird vor allem durch befristet eingestelltes Lehrpersonal abgesichert. 1,2 Milliarden. Ich hoffe, Sie können rechnen. Und es ist keine zukunftsfähige Entwicklung. Es ist keine zukunftsfähige Entwicklung, wenn man durch prekär Beschäftigte die Lehre absichern will. Da muss etwas anderes passieren, und das können Sie jetzt im Übrigen auch leisten. Besondere Probleme weist der Bildungsbericht in der schulischen Bildung aus. Es wurde schon gesagt, immer noch sind 5,9% der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss von der Schule gegangen. An den Förderschulen besteht in den Ländern sehr oft nicht einmal die Möglichkeit, einen Hauptschulabschluss zu erwerben. Auch das gehört mit zu den Defiziten. Problematisch ist, dass die Entwicklung neuer Schulformen, die es gibt in den Ländern, zwar zuhauf, von den Autoren des Bildungsberichtes so eingeschätzt wird, dass sie die Übersichtlichkeit im Bildungssystem nicht erhöhen, sondern im Gegenteil, es wird unübersichtlicher. Familien werden immer mehr verunsichert und sie sind dann dadurch auch in ihrer Mobilität eingeschränkt. Und besonders nachdenklich gemacht hat mich die Feststellung, dass die Zahl der allgemeinbildenden Schulen zurückgegangen ist, und zwar dramatisch in den letzten Jahren. Und dass es nicht mehr möglich ist, überall ein wohnortnahes Angebot zu machen. Die Schulwege werden länger. Und darüber verliert die Bundesregierung leider kein Wort. Das ist nicht ihr Bier. Dafür ist der Bund nicht zuständig. Nicht für die Schulsanierung, nicht für die Schulsozialarbeit, nicht für die Ausstattung mit Lehrkräften und so fort. Alles Ländersache. Wissen Sie, ich bin Lehrerin. Und ich weiß, was es heißt, jeden Schultag 5 bis 6 Stunden das Interesse von Schülerinnen und Schülern, von Kindern wachzuhalten. Es steht im Bildungsbericht. Wir sind heute bei diesem Thema. Und dann lassen Sie mich auch darüber reden. Und Sie können sich dort nicht einfach rausmogeln. Herr Kauder, seit meiner Schulzeit hat sich die Lebenswelt, das kennen Sie noch nicht, hat sich die Lebenswelt von Kindern gravierend verändert. Und ich habe große Hochachtung vor dem, was Lehrende zurzeit leisten. Die Bundespolitik aber in ihrer Unzuständigkeit erfindet Programme, mit denen sie an der Schule vorbei versucht, die Defizite, die es im schulischen Bereich gibt, aufzuhalten. Das sind durchaus vernünftige Programme wie Kultur macht stark, die als Ergänzung sehr wohl von uns durchaus. Wir haben nicht dagegen gestimmt wegen des Programms, sondern weil sie einen Ersatz darstellt, den es nicht leisten kann. Und das können diese Programme auch nicht leisten. Auch nicht die Berufseinstiegsbegleitung. Das alles kann die Situation an Schulen nicht verbessern. Über inklusive Bildung wird meine Kollegin nachher reden. Er hat dann noch ein paar Minuten. Und wir haben uns entschlossen, einen entsprechenden Antrag einzureichen, weil die Bundesregierung eben nicht die Konsequenzen zieht, die wir glauben, dass sie gezogen werden müssen. Und wir fordern deshalb erneut die Einführung einer Gemeinschaftsaufgabebildung, damit wir hier nicht immer so diese Debatte, wer zuständig ist, führen müssen. Denn die Verantwortung für Bildung steht laut Grundgesetz unter staatlicher Aufsicht. Und Staat sind wir bitte auch. Es gehört dazu die bessere Finanzierung des Bildungssystems und ein Rechtsanspruch auf Ausbildung, denn die hohe Betreuungsqualität im frühkindlichen Bereich und die hohen Betreuungszahlen haben auch was damit zu tun, dass es da einen Rechtsanspruch gibt. Darf man nicht vergessen. Und es gehört auch eine inhaltliche und strukturelle Debatte dazu. Da könnte ein Bildungsrat helfen. Das haben wir schon 2012 vorgeschlagen. Ich freue mich, dass die SPD dem jetzt zustimmt. Vielleicht finden wir ja noch mehr Gemeinsamkeiten. Ich freue mich auf die Debatte im Ausschuss. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kerstin Tack für die SPD-Fraktion. Kerstin Tack ist die Sprecherin der Arbeitsgruppe Inklusion der SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, seit jeher wissen wir, Bildung ist der Schlüssel und die Eintrittskarte zu einem selbstbestimmten Leben, zu gesellschaftlicher Teilhabe und zu ökonomischer Unabhängigkeit. Egal welcher sozialer oder ethnischer Herkunft, die religiöse Weltanschauung, das Geschlecht, das Alter, die sexuelle Identität oder aber der Umstand einer Behinderung sollen hier beeinflussend wirken. Und deshalb möchte ich mich in meiner Rede fokussieren auf das Schwerpunktthema des Berichtes, auf die Menschen mit Behinderung.
Schauen wir uns die aktuelle Datenlage an, so sehen wir, dass wir in Verantwortungsgemeinschaft auch für den Umgang mit Menschen mit Behinderung und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention für das inklusive Bildungssystem noch einen ganzen langen Weg vor uns haben. Im Bereich der Kindertagesstätten arbeiten im Moment 35% inklusiv. Das heißt, sie betreuen, erziehen und bilden gemeinschaftlich Kinder mit und ohne Behinderung. 35%, das ist eine Zahl, die ist nicht klein, aber sie ist deutlich ausbaufähig. Im Bereich der Schule haben wir 6,6% mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Das sind 500.000 Kinder und Jugendliche. 72% von ihnen gehen in die Förderschule. Lediglich 28% werden in einer gemeinbildenden Schule beschult. Auch hier deutlich steigerungsfähig. Zwar besuchen immer mehr Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen unsere Kitas und Schulen, doch nimmt diese Zahl mit steigendem Alter ab. Das heißt, vom Besuch einer Kita an wird mit jedem weiteren Übergang von der Kita zur Grundschule, von der Grundschule zur weiterführenden Schule immer erneut selektiert. Fallen junge Menschen, insbesondere auch mit Behinderungen, aus dem Bildungssystem heraus. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann nicht unser Anspruch für ein inklusives, für ein gemeinsames Bilden und Lernen in Schulen sein. Und fast 3/4 der Förderschülerinnen und Schüler haben überhaupt keinen Schulabschluss. Auch das kann nicht unser Anspruch sein. Ein großes Defizit, Frau Wanke hat es erwähnt, finden wir auch in der Fortbildung der Lehrkräfte. Obwohl 70%, Sie hatten das erwähnt, der Grundschullehrkräfte einen Bedarf an Fort- und Weiterbildung definiert haben, haben aber real nur 9,5% ein solches Angebot angenommen. Bei den Gymnasiallehrkräften sind es gerade einmal 2%. Das heißt, selbst wenn sich eine Schule auf den Weg macht, so ist die Kompetenz doch immer noch eine sehr überschaubare. Ausbildungssuchende junge Menschen müssen eine doppelte Einschränkung hinnehmen. Zum einen ging zwischen 2009 und 2012 sowohl die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge als auch das Angebot und die Nachfrage für Ausbildungsverhältnisse um jeweils ca. 30% zurück. Zum anderen steht Ihnen sowieso aber nur ein begrenztes, institutionell definiertes Berufsspektrum zur Verfügung. Und im Bereich der akademischen Ausbildung waren 2012 lediglich 1/7 aller Studierenden durch eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung beeinträchtigt und haben Nachteile im Studium aufgrund ihrer Beeinträchtigung erfahren. Häufig wechseln sie die Hochschule und ihr Studienfach. Häufig führt es zu Abbrüchen. Es gibt Schwierigkeiten bei den Prüfungsordnungen und häufig brauchen sie längere Zeit, um ihr Studium absolvieren zu können. Und die Prüfungssituation erleben sie als schwieriger, als es für Studierende ohne Beeinträchtigung der Fall ist. Deshalb muss die Unterstützung für die Studierenden auch eine ganz besondere sein. Wir sehen also, wir sind im Bildungssystem noch eine ganze Ecke vor den von uns erklärten Zielen. Und ich denke, es reicht auch nicht, ein Kind aus einer Förderschule in eine allgemeinbildende Schule zu packen und ihm einige wenige Förderstunden zu geben. Das ist ja, wenn man es mal bei Lichte betrachtet, nicht mehr als eine Einzelintegration. Was wir wollen, ist Inklusion. Wir wollen die Veränderung der Systeme. Wir wollen, dass Systeme für alle Kinder und Jugendliche eine gute
Förderung organisiert, eine gute Unterstützung, die jedem völlig unabhängig, ob mit oder ohne Behinderung, einen gelingenden Bildungsweg organisieren kann. Aber wir sehen, auch der Bericht macht es deutlich, es gibt Hürden bei der Umsetzung. Natürlich sind die unterschiedlichen Regelungen in den Schulsystemen der Bundesländer nicht immer hilfreich. Und es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir uns als SPD-Fraktion hier eine stärkere Beteiligung des Bundes bei der Standardsetzung, aber auch bei der finanziellen Unterstützung der Umsetzung wünschen würden. So sehr wir uns freuen über den Wegfall des Kooperationsverbotes im Hochschulbereich, so sehr wünschen wir uns natürlich, dass wir weitergehende Maßnahmen bringen werden. Aber auch die Definition von inklusiver Bildung ist in den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist ein Problem, wenn wir uns angucken, wie wir denn unsere einheitlichen Standards, die wir für richtig halten, umsetzen wollen. Auch die sehr uneinheitlichen Diagnoseverfahren führen in der Regel dazu, dass es wenig einheitliche Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im Bildungssystem in Deutschland gibt. Deshalb möchten wir, dass wir einen Schwerpunkt setzen in der Bildungsforschung, insbesondere wenn es darum geht, gute, gelingende Rahmenbedingungen für inklusive Bildung zu definieren und sie auch über alle Länder hinweg in einer Gemeinschaftsverantwortung auch umsetzen zu können. Und wir brauchen dringend auch eine Forschung dahingehend, welche digitalen und analogen Instrumente eigentlich hilfreich sind, um Menschen mit Behinderungen im Bildungssystem auch eine gute Chance gewährleisten zu können. Wir brauchen eine andere Form der Vernetzung der Akteure, der Ärzte, der Pädagoginnen und Pädagogen, der Logopäden und anderer, die in Schule gemeinschaftlich wirken sollen und für die Begleitung das Bestmögliche konzeptionell herausarbeiten können. Aber klar ist auch, auch Betriebe und Unternehmen müssen sich stärker auch in der Ausbildung für Jugendliche mit Behinderungen öffnen. Wir nehmen wahr, es gibt große Defizite in dem Wissen darüber, welche Unterstützung bekomme ich überhaupt als Unternehmen, wenn ich mich entscheide, einen jungen Menschen mit Beeinträchtigung in meinem Unternehmen eine Ausbildung gewährleisten zu lassen. Das heißt, wir haben ein Aufklärungsproblem, wir haben aber auch ein Problem, dass viele Betriebe das immer noch als Benachteiligung, teilweise sogar als Belastung erleben. Und hier haben wir eine gesellschaftliche Aufgabe, dieses deutlich zu thematisieren und den Wert der Vielfalt in Unternehmen viel stärker herauszustellen. Die Initiative Bildungsketten, die hat Frau Wanke erwähnt, wollen wir gerne fortgeführt haben. Aber wir wissen auch, dass da, wo Menschen mit Behinderungen in Ausbildung sind, wir eine sehr eklatante Abbrecherquote haben. Das heißt, der Auftrag, den wir daraus ableiten, ist genauer zu gucken, welcher Bereich der Ausbildung denn für die jeweilige Person die richtige ist, was schaffbar, leistbar und mit einer guten Unterstützung dann auch bis zum Ende durchhaltbar ist. Verbunden mit einer anderen Unterstützung und gegebenenfalls auch mit ausbildungsbegleitenden Hilfen. Im Hochschulbereich brauchen wir eine andere Form der Herausforderung an die Studienangebote und Studienbedingungen. Wir brauchen eine andere, eine flexiblere Möglichkeit des Einsetzens der Nachteilsausgleiche. Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei all den Fachkräften und Lehrkräften, die trotz manchmal unzureichender Rahmenbedingungen sich tagtäglich darum bemühen, dass Inklusion, das gemeinsame Beschulung, das konzeptionelle Arbeit in den Einrichtungen passieren kann,
dafür, für diese Anstrengungen mein ganz herzliches Dank, ganz herzlicher Dank, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Der Kollege Mutlu ist der nächste Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Özcan Mutlu jetzt für die Bündnisgrüne als Sprecher für Bildungspolitik. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir beraten heute den 5. nationalen Bildungsbericht. Und das ist zugleich auch die erste Debatte zur Bildungspolitik im Deutschen Bundestag seit der vergebenen Chance zur Abschaffung des unsäglichen Kooperationsverbotes in der Bildungspolitik. Und da gucke ich insbesondere in die Richtung der SPD. Und diese Debatte passt auch zeitlich sehr gut, finde ich. Erst in der vergangenen Woche hat der Bildungsforscher Klaus Klemm, Professor Klaus Klemm, die vom DGB in Auftrag gegebene Bilanz des Bildungsgipfels der Bundesregierung von 2008 vorgestellt. Ich empfehle Ihnen, vor allem der GroKo, diese Bilanz genau anzuschauen. Eine Analyse, die bemerkenswerte Sachen zum Tage bringt. Sie wollten die Schulabbrecherquote von 8% auf 4% halbieren. Aktuell liegt die Schulabbrecherquote bei 5,9%. Ziel verfehlt. Sie wollten die Quote an jungen Erwachsenen ohne Berufsausbildung von 17% auf 8,5% halbieren. Aktuell liegt die Quote bei 13,8%. Ziel deutlich verfehlt. Sie wollten die Ausgaben für die Bildung auf 10% des BIP erhöhen, auch hier Ziel verfehlt. Damit sind Sie in den Kernbereichen des Bildungsgipfels gescheitert. Und wenn ich Ihr Lehrer wäre, hätten Sie jetzt eine fette 6 dafür bekommen. Liebe Frau Ministerin, ich will auch nicht verhehlen, dass es auch Lichtblicke gibt, ohne Frage. Die Studienanfängerquote haben Sie erwähnt. Die Weiterbildungsquote haben Sie erwähnt. Aber wenn man sich diese Dinge genau anschaut, dann kommt man zu dem Schluss, dass auch dort wieder diejenigen, die zur Risikogruppe gehören, diejenigen sind, die wieder abgehängt werden. Herr Kollege Mutlu, darf der Kollege Rupprecht eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte sehr. Rechts, rechts. Scharf rechts von Ihnen, Herr Mutlu. Scharf rechts. Ja, Kollege Mutlu, bloß eine Frage. Wenn Sie den Bericht richtig gelesen haben, wissen Sie, dass die Ziele für 2015 angestrebt werden. Die Zahlen, die Sie vorlesen, sind 2013 erhoben. Und deswegen die Frage an Sie, kann es sein, dass Sie in der Bewertung falsch liegen? Lieber Kollege Rupprecht, wenn Sie meinen, dass Sie innerhalb eines Jahres das alles aufholen, was Sie in den letzten 4, 5 Jahren nicht geschafft haben, dann sage ich Ihnen, wenn Sie das schaffen, gratuliere ich Ihnen als Erster. Ihre Bildungspolitik beruht auf dem Matthäus-Effekt und manifestiert meiner Ansicht nach Ungerechtigkeit von Generation zu Generation. Aufstieg durch Bildung ist immer noch ein uneingelöstes Versprechen dieser Koalition. Ihre vollmundig ausgerufene Bildungsrepublik ist 6 Jahre nach dem Bildungsgipfel nichts anderes als eine Republik der Bildungsungerechtigkeit. Und so lesen sich auch die Ergebnisse des Bildungsberichtes 2014. Bereits bei dem Bildungsbericht 2010 hat meine Fraktion hier in diesem Hause gefordert, dass der Bericht auch konkrete Handlungsempfehlungen enthalten soll, um, ich zitiere aus dem Antrag, aus den Analysen der Fachleute einen möglichst hohen Gewinn für die Bildungspolitik zu ziehen. Das war die Drucksache 17-4436. Und im Gegensatz zu den ersten Berichten enthält eben dieser aktuelle Bericht neben einer aktuellen Bestandsaufnahme nun endlich auch konkrete Handlungsempfehlungen. Und diese konkreten Handlungsempfehlungen sind Ihnen anscheinend egal. Denn ein Blick auf Ihren Antrag zeigt nämlich viele, viele Worte, aber kaum Taten. Und das reicht nicht. Man fragt sich mitunter schon, wie es sein kann, dass trotz klarer Handlungsempfehlungen nichts, aber auch gar nichts von diesem Einzug erhält in Ihr politisches Handeln und in Ihre politischen Handlungsempfehlungen in diesem Hause. Meine Damen und Herren, der Königsweg
das bemühe ich mal auch jetzt wie die Ministerin, der Königsweg zu mehr Teilhabe und damit zu mehr Bildungsgerechtigkeit ist Inklusion und so auch der Schwerpunkt des Bildungsberichtes. Aber Inklusion ist eben nicht kostenneutral und zum Nulltarif zu haben. Und das wissen Sie genauso gut wie ich gerade auch der Kollegin Track zuhören konnte, die hier wieder eine Oppositionsrede gehalten hat, beinahe. Dieses reicht auch nicht. Denn die Kommunen und die Länder können diese bildungspolitische Mammutaufnahme, zu der wir seit der Ratifizierung der UN-Konvention 2009 verpflichtet sind, eben nicht alleine stemmen. Der Bildungsbericht 2014 und die Bilanz des DGB zeigen hier wieder, wir haben kein Erkenntnisdefizit, sondern wir haben ein Handlungsdefizit, Frau Ministerin. Und deshalb sage ich, leere Worte, warme Worte reichen nicht. Lassen Sie uns gemeinsam einen erneuten Anlauf nehmen und das Kooperationsverbot in Gänze abschaffen. Und ich komme zum Schluss. Bund und Länder und Kommunen müssen eine gemeinsame Bildungsstrategie entwickeln mit klaren Zielen und Zuständigkeiten. Und da geht es nicht darum, den Ländern die Kompetenz in der Bildung zu nehmen, sondern zu überlegen, wie wir gemeinsam an einen Strang ziehen können, damit die Bildungsrepublik tatsächlich Realität wird. Und dabei sind wir gerne bereit, Ihnen zu helfen. Ich danke Ihnen. Özcan Mutlu war das, der Sprecher für Bildungspolitik der Bündnisgrünen. Nächster Redner hier in der Debatte um den nationalen Bildungsbericht 2014 ist Xaver Jung von der Union. Er ist Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, liebe Schüler da oben, macht euch keine Gedanken, eure Schule ist nicht so schlecht, wie der Herr Mutlu eben behauptet hat. Liebe Frau Hein, Sie können wirklich nicht alle Aufgaben, die den Ländern per Verfassung gegeben sind, jetzt vom Bund bezahlen lassen. So einfach können wir es uns nicht machen, und das tun wir auch nicht. Wir sind auf einem guten Weg. Die Bildung in Deutschland hat sich auf allen Ebenen verbessert. Zu diesem Ergebnis kommt sowohl die aktuelle OECD-Studie als auch die nun vorliegende Ausgabe des Nationalen Bildungsberichts. Ich kann es nicht oft genug sagen, die gemeinsamen Anstrengungen von Bund, Ländern und Kommunen, der Bildungsträger aus Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Pädagoginnen und Pädagogen in den unterschiedlichsten Bildungsbereichen zeigen eine positive Entwicklung. Die sind einmal mehr gute Nachrichten für dieses Haus. Und ich möchte unserer Bildungsministerin einen herzlichen Dank aussprechen. Mit viel persönlichem Einsatz und Ausdauer kämpfen Sie, liebe Frau Wanka, stets für moderne und bessere Bildung. Die Aufwüchse im Bildungsetat in den letzten Jahren sind ein großartiges Zeichen dafür. Ich möchte mich auch ausdrücklich bei allen beteiligten Autoren und Instituten für die Ausarbeitung und die Vorlage des ausführlichen Berichtes bedanken. Das Ergebnis, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Bestätigung für eine vorausschauende Bildungspolitik. Der Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige ist weit vorangeschritten und geht weiter voran. Immer mehr junge Menschen erlangen einen Berufsabschluss. Wir sollten auch die berufliche Bildung nicht schlecht reden. Und auch junge Menschen mit Migrationshintergrund werden besser integriert, das sagt der Bericht. Unser duales Ausbildungssystem und unsere Hochschulen genießen einen sehr guten Ruf in der Welt. Immer mehr beginnen ein Studium, immer mehr höherwertige Abschlüsse werden erreicht. Und auch für Studierende aus dem Ausland sind unsere Schulen attraktiver denn je. Die Möglichkeit der Weiterbildung werden gut aufgenommen. Wir freuen uns über all diese guten Ergebnisse. Wir erkennen auch den verstärkten Bedarf im Nachwuchs, im MINT-Bereich. Dazu unterstützen wir die Initiative der Helmholtz-Stiftung Haus der kleinen Forscher. Eine tolle Initiative, die Kindern im Kindergarten und künftig auch in der Grundschule den Spaß am Entdecken und den Naturwissenschaften näher bringt. Wir freuen uns über die Aufstockung der Mittel in diesem Bereich ebenso wie über die zusätzlichen Mittel im Bereich der Grundbildung. Meine Damen und Herren, der Bildungsbericht zeigt uns aber auch klar auf,
wo wir noch besser werden können. Und wir werden den Vorschlägen gerne nachkommen. Wir werden eine verbesserte Qualität der Betreuung, die nach dem Kindertagesstättenausbau nun verstärkt angegangen wird. Wir treten auch weiterhin für ein möglichst wohnortnahes, differenziertes Schulsystem ein. Wir setzen uns für mehr qualifizierte Aus- und Weiterbildung von Erziehern und Erzieherinnen ein. Dieser Beruf verdient auch mehr Wertschätzung. In der Lehrerbildung rüsten wir mit der qualitätsoffensive Lehrerbildung bereits auf. Trotz Haushaltskonsolidierung entlasten wir die Länder im Bereich der Kitas, Schulen und Hochschulen in dieser Wahlperiode um 6 Milliarden Euro. Bereits in diesem Jahr stehen den Ländern zusätzlich, wie gesagt, 1,2 Milliarden aus den BAföG-Mitteln für Bildung und Wissenschaft zur Verfügung. Wir ruhen uns also gar nicht auf dem Erreichten aus, wie mancher hier schon gesagt hat heute Morgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, frühkindliche Bildung hilft, Sprachbarrieren abzubauen und den Grundstein zu einer guten, weiterführenden Bildung zu legen. Deshalb wollen wir in unserem Antrag zwischen den Ländern vergleichbare und frühzeitige Sprachtests von Kindern in jungen Jahren. So können wir früh reagieren, sozialen Disparitäten entgegenwirken und individuelle Förderung garantieren. Immer weniger Jugendliche verlassen die Schule ohne Abschluss. Dennoch sehen wir hier weiteren Handlungsbedarf und werden uns darum kümmern. Ähnlich wie im Bereich der dualen Ausbildung muss die Abbrecherquote weiter gesenkt werden. Wir schaffen dies durch eine frühzeitige Berufsorientierung und Praktika sowie ausbildungsbegleitende Hilfen bis hin zur Ausbildungsassistenz. Der Schwerpunkt des Berichts lag dieses Mal auf Inklusion. Auch hier haben wir Handlungsanweisungen, die wir gerne aufgreifen. Seit Jahren haben viele Schulen erfolgreiche eigene inklusive Konzepte verfolgt, trotz der teilweise fehlenden personellen, sachlichen und räumlichen Voraussetzungen. Wir wollen diese Erfolgsmodelle anerkennen und kommunizieren. Nahezu alle Bundesländer fahren bereits eigene Modelle bei der Umsetzung in die Praxis. In unserem Antrag fordern wir deshalb einen runden Tisch. Gemeinsam mit den Bundesländern muss in einem regelmäßigen Fachkongress alle 2 Jahre mit Politikern, Wissenschaftlern, Pädagogen, Eltern und Schülern sowie Vertretern der Behindertenverbände und der Selbsthilfe eine Bestandsaufnahme generiert und an konkreten Handlungsempfehlungen gearbeitet werden. Dabei ist die immer wieder aufkommende ideologisch geprägte und wenig sachliche Diskussion darüber, die Förderschulen abzuschaffen, fehl am Platz. Wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Im Hinblick auf 11 verschiedene Förderschultypen ist es wichtig, die Diskussion im inklusiven Bildungsbereich differenziert zu führen. Denn viele junge Menschen mit Beeinträchtigungen sind auf die individuelle Begleitung von erfahrenen Fachkräften sowie auf die zusätzliche Ausstattung an diesen Schulen angewiesen. Wir brauchen Förderschulen auch in Zukunft. Auch im Bereich der Diagnostik von sonderpädagogischem Förderbedarf zeigt uns die Studie Handlungsbedarf auf. Denn es gibt weder einen Konsens darüber, was sonderpädagogischer Förderbedarf meint, noch wie er festgestellt wird. So kommt es, dass sich die Betroffenen für die ihnen zustehenden zusätzlichen Ressourcen teils halbjährlich diagnostizieren lassen müssen. Da kann man sich vieles sparen. Inklusion zielt doch darauf ab, die Verschiedenartigkeit der Schülerinnen und Schüler als selbstverständlich anzusehen. Ein sinnvoller Bürokratieabbau. Wir wollen auch prüfen, wie digitale Lernmaterialien und Medien sowie technologische Unterrichtshilfen den Bildungszugang für Menschen mit Beeinträchtigungen erleichtern können und welche Voraussetzungen für den Einsatz in allen Schularten geschaffen werden müssen. Meine Damen und Herren, wir werden als CDU-CSU-Bundestagsfraktion den Reformkurs für mehr Vergleichbarkeit und Qualitätsentwicklung im Bildungsbereich weiterverfolgen. Trotz aller Freude über die Erfolge der letzten Jahre sind wir uns in der Koalition der vielfältigen Herausforderungen sehr bewusst und werden sie gerne gemeinsam mit den Ländern auch angehen. Das Wort erhält nun die Kollegin Katrin Werner für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, Frau Bundesministerin Dr. Wanka, die Analyse ist einzigartig und der Bericht umfangreich. Die Stellungnahme der Bundesregierung zum 5. Nationalen Bildungsbericht mit dem Schwerpunkt Bildung von Menschen mit Behinderung zeigt aber recht deutlich, wie wenig wichtig der Bundesregierung die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist. Nur eine einzige Seite. Widmen Sie Menschen mit Behinderung im Bildungssystem. Und das bei einem Bericht, der 342 Seiten umfasst. Das ist wirklich traurig, meine Damen und Herren. Lesen Sie mal Ihre Stellungnahme. Inklusive Bildung ist ein Menschenrecht, das niemandem verwehrt werden darf. Deshalb ist es für uns mehr als wichtig, dass jeder Mensch in diesem Land die Möglichkeit zur Teilhabe am inklusiven Bildungssystem hat. Und zwar nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern jetzt und sofort. Das Bildungssystem hierzu braucht mehr Geld. Die Länder und Kommunen brauchen die Unterstützung vom Bund. Es ist völlig unmöglich, dass der Bund beim Fachkräftemangel im Bereich Bildung, Erziehung und Pflege die Augen schließt und die Kommunen ihrem eigenen Schicksal überlässt. Inklusion darf kein Sparmodell werden. Inklusion ist wichtiger als die schwarze Null des Finanzministers. Denn wer die Felder nicht bestellt, kann die Zukunft nicht ernten. Und das waren Worte Ihres Kollegen in der aktuellen Fragestunde am Mittwoch. Und bestellen Sie die Felder, dann können Sie auch die Zukunft ernten. Am 3. Dezember, dem Welttag der Menschen mit Behinderung, mussten wir uns hier im Plenum von einer Kollegin aus der CSU anhören, dass, ich zitiere, eine Mutter, die ihr Kind mit Down-Syndrom ans Gymnasium bringen will, ihrem Kind nichts Gutes tue. Das ist Blödsinn. Und ich verstehe nicht, warum hier in der Regierung niemand aufschreit bei so einem Zitat. So wundert es aber auch nicht, dass die Bundesregierung eine absolut oberflächliche, inhaltslose Stellungnahme zur inklusiven Bildung für Menschen mit Behinderung abgibt. Es gibt keinerlei neue Maßnahmen. Dass Sie sagen, dass Inklusion eine Herausforderung ist und weiter erforscht werden müsse, ist echt zu wenig. Die vor knapp 6 Jahren in Deutschland in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention ist geltendes Recht und verpflichtet die Politik zur Schaffung eines inklusiven Bildungssystems. Ich möchte nicht in Ihre Haut stecken, wenn die UN Ende März Deutschland unter die Lupe nimmt. Die Kritik wird heftig. Sie sagen, es mangelt an der Anzahl der für ein inklusives Schulsystem gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer. Sie sagen, es gibt nicht die richtigen Räume. Sie sagen, es gibt nicht ausreichend Geld. Ich sage Ihnen, es mangelt an Ihrem politischen Willen, endlich die Ärmel hochzukrempeln und etwas in Richtung inklusive Bildung zu tun. Wir fordern erstens die sofortige Erstellung eines sogenannten Aktionsplanes zur inklusiven Bildung, selbstverständlich unter Einbeziehung der Menschen mit Behinderung. Wir fordern zweitens, dass Bund und Länder zusammen die Bildungsarbeit angehen. Wir fordern drittens, dass Bund und Länder und Kommunen ein unabhängiges Beratungs- und Unterstützungssystem vor Ort befördern. Viertens, eine Qualitätsoffensive bei der Aus- und Weiterbildung für das gesamte Bildungs- und Ausbildungspersonal. Wir fordern fünftens den breiten Einsatz pädagogischer Fachkräfte mit Behinderung im Bereich der inklusiven Bildung. Damit treten Sie übrigens auch dem Fachkräftemangel entgegen. Wir fordern sechstens einkommens- und vermögensunabhängige sowie bedarfsgerechte Assistenzleistungen für Menschen mit Behinderung an den Unis und Schulen und auch über den ersten berufsqualifizierenden Abschluss hinaus. Und wir fordern siebtens die Verankerung einer Berufsausbildungsquote für junge Menschen mit Behinderung in Betrieben. Wenn Sie etwas gegen das weitere Auseinanderdriften dieser Gesellschaft tun wollen, müssen Sie die Ängste und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung abbauen. Sie müssen endlich begreifen, dass der Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention und der Selbstvertretungsorganisation von Menschen mit Behinderung nichts über uns, ohne uns, die Grundlage jeder positiven Veränderung ist. Danke.
Katrin Werner war das, die Sprecherin für Behindertenpolitik der Linken. Der nächste Redner, Hubertus Heil, ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD hier zum Nationalen Bildungsbericht 2014, der im vergangenen Jahr im Juni vorgestellt wurde. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Nationale Bildungsbericht sollte eigentlich auch eine Chance sein, ich finde, eine realistische Debatte über den Zustand unseres Bildungssystems zu führen. Das heißt, weder alles, Frau Kollegin noch Herr Kollege Mutlow, in Grund und Boden zu reden, noch Dinge, die schwierig sind, zu beschönigen. Wenn Sie im Moment zuhören, kriegen wir das hin miteinander, glaube ich. Ich glaube, Sie werden denjenigen, die im Bildungssystem tätig sind, die dort als Erzieherinnen und Erzieher arbeiten, den Eltern, den Kindern, den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Ausbildern, den Prüfern, denen an den Hochschulen im wissenschaftlichen Mittelbau oder als Professorinnen und Professoren arbeiten. Sie werden all denjenigen, die in der Weiterbildung tätig sind, Sie werden den Menschen nicht gerecht, wenn Sie alles in diesem Land, auch im Bereich der Bildung, in Grund und Boden reden. Und wir werden Ihnen aber auch nicht gerecht, wenn wir objektive Probleme im Alltag im Bildungssystem schönreden. Auch regierungsamtlich sollten wir das nicht tun. Ich bin der Ministerin sehr, sehr dankbar, dass sie darauf hingewiesen hat, dass wir auch vor großen Herausforderungen stehen. Aber es hat sich eben auch verdammt viel bewegt in den letzten Jahren. Und das hat Gründe. Ich kann mich erinnern, dass es zwei Dinge gab, die in den letzten 15 Jahren uns alle wachgerüttelt haben. Da war natürlich der PISA-Schock 2000, was für die Amerikaner Ende der 50er Jahre der Sputnik-Schock war. Was zur Anstrengung der Luft- und Raumfahrt geführt hat bis zur Mondlandung, war für unser Bildungssystem der PISA-Schock. Der PISA-Schock war deshalb heilsam aus meiner Sicht, weil er auch ideologische Gräben im Bereich der bildungspolitischen Debatte überwunden hat. Was haben wir jahrelang uns gestritten, ich sage mal zwischen Konservativen und Sozialdemokraten in diesem Land, über die Frage, ob Leistung wichtig ist oder Chancengleichheit? PISA hat uns bescheinigt, dass wir an beiden Ecken im Bildungssystem vor 15 Jahren massive Probleme hatten, beim Zugang, bei der Chancengleichheit und bei der Leistungsfähigkeit, bei der Qualität in der Breite und der Exzellenz in der Spitze. Da hat sich in den letzten Jahren dank vielfältiger Anstrengungen von Bund, aber vor allen Dingen auch von Ländern und Kommunen, die nach wie vor hauptverantwortlich und zuständig sind in unserem Bildungssystem, eine ganze Menge getan. Wir haben Aufbruch in den Ländern erlebt, wir haben Kita-Ausbau erlebt, wir haben Ländervergleiche, Ganztagsschulprogramme, Bildungsstandards. Das Ganze braucht Zeit zu wirken, gar keine Frage. Bildung ist dann manchmal wie eine langfristige Investition, auch über Legislaturperioden hinaus. Was Sie heute sehen, kann man dann eben erst in 10, 15 Jahren auch im Bildungssystem wirklich sehen. Natürlich ist vieles noch nicht so weit, wie wir es haben wollen. Nicht alle Ziele sind erreicht, aber es hat sich doch eine ganze Menge getan. Ein zweiter Aufbruch, der im Bildungssystem stattgefunden hat, ist der Aufbruch in den 2000er Jahren im Bereich der Hochschulen gewesen. Ein massiver Aufbruch. Stichwort Exzellenzinitiative, Stichwort vor allen Dingen Hochschulpakte an diesem Punkt. Pakt für Forschung und Innovation. Das war ein Riesenaufbruch vergleichbar der Bildungsexpansion Ende der 60er und 70er Jahre im Bereich der Hochschulen. Auch das ist ein Riesenerfolg. Und trotzdem müssen wir angesichts dieses Bildungsberichts über die objektiven Herausforderungen, Probleme im System auch reden. Und es geht um drei Themen. Es geht erstens um die Frage nach wie vor, wie es um die Chancengleichheit bestellt ist. Bei allen Verbesserungen, ich komme gleich darauf, ist das etwas, was für uns als Sozialdemokraten nicht erträglich ist, dass nach wie vor auch in unserem Land Herkunft, Migrationshintergrund, Geldbeutel der Eltern stärker über die Bildungs- und Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen entscheidet als in anderen Ländern. Wir wollen nicht, dass die Geburt entscheidet, die Herkunft. Wir wollen, dass Talente sich entfalten können, dass Leistung in diesem Land zählt und nicht Herkunft, dass Menschen selbstbestimmt leben können, dass sie ihren eigenen Lebensweg leben können. Und deshalb ist der Befund so, dass sich einiges getan hat. Aber wenn wir ganz offen und ehrlich sind, in diesem Bereich wir nach wie vor weit von Chancengleichheit entfernt sind, wenn es beispielsweise um Kinder und Jugendlichen mit dem berühmten Migrationshintergrund geht. Da ist noch eine ganze Menge im Argen. Wenn man sich anguckt, die Zahl derjenigen, die ohne Schulabschluss dastehen, das hat sich insgesamt reduziert, aber immerhin noch 50.000 junge Menschen verlassen Jahr für Jahr unsere Schulen ohne jeden Schulabschluss. 1,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 stehen ohne berufliche Erstausbildung da. Und da sind ganz viele dabei, die Wurzeln haben, die außerhalb unseres Landes leben. Aber dafür können die Kinder und Jugendlichen nicht. Die sind hier in dieser Gesellschaft aufgewachsen.
Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Ich füge aber hinzu, es ist auch eine Frage der ökonomischen Vernunft. Wir können nicht über Fachkräftemangel klagen und diese Potenziale in diesem Land ungenutzt lassen. Jeder braucht eine Chance auf Teilhabe in diesem Land. Und deshalb, Herr Kollege Mutlu, in diesem Befund sind wir gar nicht anderer Meinung. Das ist eine Riesenherausforderung. Nur zu glauben, dass das der Bund alleine stemmen könnte, und dass wir nicht eine Kraftanstrengung von Bund, Ländern, Kommunen, von Gewerkschaften, Arbeitgebern brauchen, um dieses Thema anzugehen, und dass wir inzwischen angefangen haben, das miteinander anzugehen, das gehört auch dazu. Zweitens, wir müssen, auch wenn Geld im Bildungssystem nicht alles ist, ist natürlich über Geld reden. Wir haben da eine ganze Menge bewegt, auch im letzten Jahr beispielsweise auf Bundesebene. Ich sagte, da hat sich mehr bewegt in einem Jahr als in vielen Jahren davor. In einem Jahr haben wir es geschafft, massiv Länder zu entlasten, damit die stärker in Bildung investieren können, den Hochschulpakt zu verlängern, 6 Milliarden auf den Weg zu bringen, BAföG-Erhöhung und so weiter und so fort. Wir haben auch massiv seit 1995 insgesamt als Gesamtstaat die Bildungsaufgaben gesteigert um sage und schreibe 42%. Aber ich gebe zu, das reicht noch nicht. Das sind nicht die Mondzahlen, Frau Kollegin Hein, die Sie da in die Welt setzen, von 40 Milliarden pro Jahr. Ich weiß nicht, wo Sie das hernehmen, aus einer Gelddruckerei möglicherweise, aber das ist nicht das, was wir brauchen. Natürlich aber müssen wir über die Frage, reden, was wir zusätzlich an Geld mobilisieren müssen, aber auch über die Qualität. Wo setzen wir es ein? Und da sage ich, wenn uns PISA eins gelernt hat, wenn es richtig ist, dass die frühe und individuelle Förderung von Kindern und längeres gemeinsames Lernen vernünftig sind, dann ist nach wie vor das Problem in der frühkindlichen Förderung, dass wir zwar beim Ausbau vorangekommen sind, aber weitere Anstrengungen auch für Qualität brauchen. Da arbeitet diese Bundesregierung vor allen Dingen mit Ministerin Schwesig dran, und ich finde, das ist der richtige Weg. Wir müssen mehr in die frühkindliche Förderung investieren, und da meine ich Bund, Länder und Kommunen als Gesamtstaat. Wir müssen den Erzieherinnen und Erziehern, vor allen Dingen Erzieherinnen, den Rücken stärken. Wir müssen Weiterbildung ermöglichen an diesem Punkt. Dann werden wir in diesem Bereich auch die Herkunft als Grund für Bildungschancen stärker durchbrechen. Die frühe und individuelle Förderung von Kindern braucht mehr Investitionen. Das müssen wir uns alle miteinander vornehmen. Drittens, neben der Frage von Chancengleichheit, neben der Frage von Geld, auch reden über Zuständigkeiten. Und ich will keine alten Schlachten schlagen. Ich will nur mit ein paar Missverständnissen versuchen aufzuräumen. Und das Missverständnis ist, dass diejenigen, die nach wie vor sich dafür einsetzen, dass das Kooperationsverbot nicht nur im Bereich der Wissenschaft fällt, das haben wir gemeinsam geschafft, sondern eben auch im Bereich der allgemeinen Bildung, auch der schulischen Bildung, nicht diejenigen sind, in ihrer überwiegenden Zahl, wir jedenfalls nicht, die auf Zentralismus setzen oder denen es darum geht, dass der Bund sich neue Kompetenzen anmaßt. Sondern es geht um Gemeinsamkeit, um Kooperation und gemeinsame Kraftanstrengung. Ich weiß, dass es im Moment in diesem Hause, gerade bei unserem Koalitionspartner, auch wenn wir offen sind im Bundesrat, keine Zweidrittelmehrheiten für eine entsprechende Verfassungsänderung gibt. Gleichwohl, wir müssen daran arbeiten, aus meiner Sicht auch darüber zu diskutieren, dass wir für zusätzliche Anstrengungen, ich will zwei Beispiele gleich nennen, uns auf diesen Weg machen müssen. Was müssen wir für Klimmzüge, Herr Kollege Kauder, oft übernehmen, wenn wir beispielsweise, wie wir es ja gemeinsam gemacht haben, damals in der letzten Großen Koalition in wirtschaftlicher Not mit dem Konjunkturpaket versucht haben, Geld an vernünftiger Stelle in Kommunen auch einzusetzen. Wir haben dann Umwege versucht zu finden. Über energetische Gebäudesanierung durften wir dann auch Schulen sanieren. Aber warum, meine Damen und Herren, ist es eigentlich nicht möglich, wenn Geld vorhanden wäre dafür, dass wir mit Bund und Ländern zum Beispiel im Bereich der Ganztagsschulen vorangehen? Warum ist es so, dass wir beim Thema Haus der kleinen Forscher ein ganz wichtiges Projekt über Helmholtz gefördert, zwar im Kita-Bereich eine ganze Menge fordern können, um MINT-Berufe vor allen Dingen und die Neugier von Kindern, den Forschergeist von Kindern zu wecken. Aber wenn es darum geht, im Bereich der Grundschulen das Ganze auszurollen, an Grenzen stößen, weil wir mit Bundesgeld nicht Dinge machen können, wo der Bund keine Kompetenz hat im gesetzgeberischen Bereich. Nochmal, mir geht es nicht um Zentralismus. Man kann auch von Berlin für ganz Deutschland ganz schlechte Bildungspolitik machen, wenn man die alleinige Zuständigkeit hat. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine Gemeinsamkeit, dass wir Kraftanstrengung brauchen. Und deshalb sage ich, da gibt es auch für die Grünen im Übrigen keinen Grund zur Häme. Wenn ihr es schaffen würdet, euren einzigen Ministerpräsidenten in Stuttgart, Herrn Kretschmann, davon zu überzeugen, dass eine Veränderung in diesem Bereich der Verfassung zielführend ist, dann sage ich, arbeiten wir weiter daran, auch unseren Koalitionspartner in Berlin zu überzeugen. Das ist doch ein Deal, den wir anbieten können. Meine Damen und Herren, Verantwortung, Leidenschaft und Augenmaß, das braucht auch die Bildungspolitik. Ich spreche der Opposition nicht ab, dass sie auch Leidenschaft für dieses Thema haben. Das ist gut. Ich spreche Ihnen aber an der einen Stelle oder anderen Stelle
das Augenmaß an. Ich sage das mal ganz deutlich an die Kollegin, die vor mir geredet hat. Es ist nicht in Ordnung, wenn wir uns wechselseitig unterstellen, dass wir die Herausforderungen von Inklusion nicht begriffen haben. Sie haben die Rede meiner Kollegin Tack vielleicht gehört an dieser Stelle. Es ist ein gemeinsames Ziel, dafür zu sorgen, dass Menschen mit und ohne Behinderung in diesem Land gleichberechtigte Teilhabe haben am Leben, und das gilt vor allen Dingen auch in der Bildung. Nur eins ist auch ganz klar: zu glauben, dass man das mit der Brechstange hinbekommen kann, dass man das mit einem Fingerschnipp hinbekommen kann, das unterschätzt die Lebensrealität von Eltern, von Kindern, von denjenigen, die lehren an den Schulen. Wir haben Riesenprobleme in diesem Bereich. Aber das Ziel eint uns. Wir haben viel zu viele Kinder an Förderschulen, die da nicht hingehören. Auch wenn wir, wie gesagt, einen Übergang brauchen, die gehören in die Regelschulen. Das ist ganz klar. Aber das geht nicht ohne Assistenz, ohne Unterstützung und Umsteuern. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen aufpassen, dass das Inklusionsthema die Gesellschaft nicht spaltet, sondern dass wir Inklusion in diesem Land Kind kommen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 7% aller Schüler, das sind 493.000, brauchen sonderpädagogischen Förderbedarf. Erschreckend ist, dass die Lehrkräfte dort nur zu 2/3 ein Studium in Sonderpädagogik besitzen. Da ist in der Tat viel Nachholbedarf. Katja Dörner für die Grünen. Angesichts der Ereignisse in Frankreich fällt es mir ehrlich gesagt schwer, in unserer herkömmlichen Manier den nationalen Bildungsbericht zu debattieren, und das auch vor dem Hintergrund. Und ich denke, da sind wir uns auch alle einig, welche zentrale Rolle unsere Bildungsinstitutionen in unserem Land für eine gelingende Integration spielen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass die aktuellen Ereignisse für uns noch mal ein ganz besonderer Ansporn auch sind, uns mit aller Kraft dafür einzusetzen, Kitas, Schulen, Hochschulen, aber auch die Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Einrichtungen für Jugendliche darin zu unterstützen, dieser wichtigen zentralen Aufgabe auch gerecht werden zu können. Gestern hat die Bundeskanzlerin hier in ihrer Regierungserklärung erneut bekräftigt, dass der Islam zu Deutschland gehört. Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit, aber offensichtlich leider muss das doch bekräftigt und betont werden. Was heißt das aber für unsere Bildungsinstitutionen? Und ich möchte da auf eine ganz konkrete Fragestellung zu sprechen kommen. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, und Nordrhein-Westfalen ist das erste Bundesland, das im Schuljahr 2012/2013 islamischen Religionsunterricht eingeführt hat, einen islamischen Religionsunterricht in deutscher Sprache nach modernen religionspädagogischen Grundsätzen. Und die grüne Schulministerin in Nordrhein-Westfalen, Silvia Löhrmann, hat gestern gesagt, dass der islamische Religionsunterricht auch ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung der Muslime in unserem Land ist. Und ich finde, heute ist eine gute Gelegenheit, diesen Satz hier noch mal ganz dick zu unterstreichen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, islamischer Religionsunterricht ist gelebte Integration und gerade auch ein aktueller Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Nun ist mir ja hinlänglich bekannt, dass wir hier auf Bundesebene keine Kompetenzen, der Bundestag, die Bundesregierung keine Kompetenzen in diesem Zusammenhang haben. Aber ich weiß, hier sitzen Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Bundesrepublik, aus allen Bundesländern, und ich möchte Sie einladen, sich die Erfahrungen mit dem islamischen Religionsunterricht, wie wir sie in Nordrhein-Westfalen machen, auch einmal anzugucken. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich will aber natürlich auch noch zum Bildungsbericht im engeren Sinne kommen. Und da muss ich sagen, ich muss mich doch sehr wundern. Der Bildungsbericht beschreibt die frühkindliche Bildung als einen ganz zentrales Handlungsfeld. Frühkindliche Bildung in der Kita ist neben der Familie die Grundlage für alles. Und ich habe aber heute seitens der Regierungsfraktionen noch niemanden gehört, der dazu gesprochen hat. Zumindest die Ministerin hat zwei Sätze dazu verlassen, aber auch das war eher retrospektiv. Und ich finde das wirklich bitter, und es bestätigt leider auch meinen Eindruck, dass die Kitas, dass die frühkindliche Bildung bei dieser Bundesregierung ganz schlechte Karten hat. Wir halten das für falsch. Schon bei der Verteilung der berühmt-berüchtigten 6 Milliarden wurden die Kitas eher mickrig abgespeist. Gerade einmal 550 Millionen zusätzlich gibt es für die gesamte Legislaturperiode. Das ist schon, wenn man den reinen Platzausbau betrachtet, eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Und für die dringend notwendige Qualitätsentwicklung bleibt da natürlich überhaupt nichts mehr übrig. Eine Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation ist der Schlüssel für mehr Qualität in der Kita, und das schreiben Sie in Ihrem eigenen Antrag. Also die dringende Aufforderung an die Bundesregierung: tun Sie endlich was dafür, dass es hier auch zu Verbesserungen kommt.
In den letzten Tagen haben wir schon seitens Vertretern der Union und auch der SPD ziemlich viele Äußerungen dazu gehört, wie die Spielräume im Haushalt auch für familienpolitische Leistungen genutzt werden sollten. Das Stichwort Kita ist dabei gar nicht gefallen. Ich finde das schade. Ich halte das auch für falsch. Wir brauchen dringend mehr Geld für die Kita. Ich habe schon gesagt, insbesondere für die Qualitätsverbesserung. Das sind eben auch zentrale bildungspolitische Investitionen. Und es ist überhaupt nicht einsichtig, zumindest für uns Grüne nicht, dass das für die Regierungsfraktion überhaupt keine Rolle spielt. Im kompletten Forderungsteil Ihres Antrags kommt der ganze Thematik frühkindliche Bildung, Kita-Ausbau gar nicht vor. Und ich muss konstatieren, das ist, sind sehr schlechte Aussichten für die frühkindliche Bildung für diese Legislaturperiode. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Uwe Schumacher. Auch Katja Dörner hat es angesprochen. Mehr Qualität ist gefragt, denn der nationale Bildungsbericht der unabhängigen Expertenkommission beruht vor allen Dingen auf empirisch fundierter Bestandsaufnahme. Nächster Redner Uwe Schumacher für die CDU. Berner, also welchen Stellenwert die Frage der Behindertenpolitik und Inklusion bei den Linken hat, das sieht man ja daran, dass der profilierteste Sprecher, den sie in dem Bereich haben, Herr Ilja Seifert, nicht mehr dem Parlament angehört und auch nicht mehr Ihrer Fraktion angehört, den haben Sie nicht ausreichend abgesichert. Der war Ihnen nicht mehr wichtig. Und deshalb ist das auch eine ganz politische Frage, ob man auch in der eigenen Truppe letztendlich bereit ist, Konsequenzen zu ziehen oder sie immer nur von anderen einfordert, aber selber versagt. Wir haben 40% derer, die in einer Förderschule unterrichtet werden, die als lernbehindert gelten. Aber ich denke, dass wir bei allen Zahlen, die hier auch offenkundig steigend sind, uns auch selber mal fragen müssen in der Bildungslandschaft, ob nicht manchmal auch die Bildungsmethoden, Systeme falsch sind. Der Nürnberger Trichter, der Schwerpunkt auf eine rein theoretische Herangehensweise, können nach meiner Überzeugung auch vermeintliche Lernbehinderungen produzieren. Denn es ist nicht ein Kind lernbehindert, sondern es sind oftmals dann auch die Methoden, die Systeme, die das Lernen behindern. Begreifen kommt auch von greifen. Und der Weg aus der praktischen Erfahrung zum Verständnis wurde in der Bildung, in der allgemeinen Bildung, doch weitgehend verbaut. Praxis und Theorie in der dualen Berufsausbildung zeigt auch der allgemeinen Bildung, wie es besser gehen kann, nämlich auf der einen Seite von der Theorie zur Praxis zu gelangen oder auch über die Praxis zum theoretischen Verständnis. Und beide Wege müssen möglich sein und beide Wege sind gleichberechtigt in der Bildung. Berufsschulen und überbetriebliche Werkstätten können im Verbund mit den allgemeinen Schulen diese praktischen Wege wieder freilegen. Und es ist auch wichtig, dass dort, wo in Förderschulen oder auch in den Regelschulen sonderpädagogischer Förderbedarf vorhanden ist, dass der Bildungsbericht dann auch vorschlägt und darauf drängt, dass dies mit den Bildungsakteuren integrativ abgestimmt wird, dass da nicht isoliert eine Assistenz mitläuft, sondern dass eben in der Schule, in den Bildungseinrichtungen Assistenz und Bildungspersonal eng miteinander verzahnt sind. Jährlich verlassen etwa 50.000 Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Schule. Nur wenige finden eine Berufsausbildung. Es sind nur 10% der Betriebe im dualen System, die auch für behinderte Jugendliche Ausbildungsplätze anbieten. Ich hatte bei mir im Bundestagsbüro auch einen Vertreter des Verbandes der Floristen, der sich darüber beklagte, ja, wir finden keine Auszubildenden mehr. Dann habe ich mal gefragt, haben die es denn auch mal mit den behinderten Jugendlichen versucht? Und dann konnte man schon an den Augen sehen, na, so richtig war das nicht das Thema. Dann kam hinter die Antwort, naja, die Kunden, die bei uns kommen und Blumen kaufen, die haben ja nie Zeit, die müssen sofort weiter. Und da ist vielleicht auch für uns eine Frage der Entschleunigung, ob man nicht auch Arbeitsprozesse und Ausbildungsstrukturen so organisiert, dass sie eben auch menschengerecht sind und dass sie ein Stück weit dann auch für behinderte junge Menschen dann eine Chance geben können, mitzuarbeiten. Da kann einiges im Hintergrund geschaffen werden. Man hat auch entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten, um Arbeitsplätze umzubauen. Und es gibt auch einige Kunden, die haben Zeit und sind auch froh, wenn sie ein Käffchen bekommen und wenn sie dann auch entsprechend ihre Gespräche beim Floristen führen können. Entschleunigung ist etwas, was uns allen gut tut. Und deshalb ist es auch ein Thema, das wir innerhalb der Arbeit als auch in der Politik
aufgreifen sollten. Ich war am Montag in einer katholischen Grundschule in Neuzelle in Brandenburg und ich fand es spannend, wie hier eine Regelgrundschule aus der Förderschule entwickelt worden ist. Eine Regelgrundschule in Vielfalt, so wie sie sich selber nennt. 2/3 ohne Förderbedarf, 1/3 mit Sonderförderung. Die Klassengröße liegt allerdings bei 16. Und von der ersten Klasse an lernen Kinder behindert oder nicht gemeinsam. Es gibt geschultes Personal, es gibt auch Räume, wenn sich Schüler dann auch mal mit ihrer Assistenz zurückziehen müssen, sodass ausreichend Personal und Räumlichkeiten finanziert sind. Wir wissen, dass die Zahl der Schüler mit besonderem Förderbedarf konstant seit vielen Jahren bei 500.000 liegt, bei aber einer insgesamt sinkenden Schülerzahl. Und wir wissen auch, dass im Grundschulbereich die inklusive Beschulung bei etwa 46% liegt, im Sekundarbereich nimmt sie dann auf 23% ab. Und deshalb ist es wichtig, dass man auf der einen Seite Inklusion will und Zielsetzung entwickelt, aber genau diese Voraussetzungen erstmal schafft. Und die wunderbare, fabelhafte grüne Bildungspolitik von Frau Löhrmann in Nordrhein-Westfalen, die dafür sorgt, dass erstens ein Unterrichtsstundenausfall überhaupt nicht gezählt werden kann, dass man sich dann auf einmal ein Gutachten erstellen lässt, in dem nochmal für 700.000 Euro festgelegt wird, weshalb man Ausfallstunden nicht addieren kann. Wo ein Stück weit dann auch jeder Schüler in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2.800 Euro weniger Finanzierungsmöglichkeiten hat, als das beispielsweise in Thüringen der Fall ist, wo dann gesagt wird, im Grunde von der Zielsetzung, wir schaffen die Förderschulen ab, wir übertragen die Mittel auf die Regelschulen, es wird schon irgendwie klappen. Der fährt Inklusion massiv gegen die Wand, krachend gegen die Wand. Und die Eltern und Lehrer, bedauerlicherweise, sind dann sauer und aufgeregt gegen die Inklusion, obwohl es eine falsche, über Bord werfende Bildungspolitik von Frau Löhrmann offenkundig in Nordrhein-Westfalen ist. Das beschädigt die Inklusion. Und deshalb ist dieses Vorbild der katholischen Regelschule in Brandenburg, in Neuzelle, kann ich Ihnen nur empfehlen, diese Schule mal zu besuchen und davon miteinander auch zu lernen. Es ist gut, dass wir in dem Bildungsbericht gemeinsam Bund und Bundesländer Konsequenzen entwickelt haben. Und das ist auch ein gutes Zeichen, dass wir als Bund und Länder diese Aufgabe miteinander bewältigen. Sagt Uwe Schummer von der CDU-CSU, er ist der Behindertenbeauftragte seiner Fraktion. Nächster Redner, Ernst-Dieter Rossmann, Sprecher für Bildung und Forschung von der SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vom Bildungsgipfel 2008 bis zu den Bildungsberichten geht es immer um strategische Bildungspolitik. Und wenn es dann strategisch ist, dann muss ja einmal ein Anliegen darin sein, möglichst viele Kräfte zu bündeln, zum Zweiten möglichst zu einer gemeinsamen Analyse zu kommen und auch daraus Handlungen mit abzuleiten. Und ich finde, es gehört auch dazu die Differenzierung. Und wenn wir das aufnehmen von unserer Ministerin bis zu letzten Beiträgen, dann sind wir doch schon weitergekommen in Licht und Schatten, in Prioritäten und Posterioritäten. Aber dieser Bildungsbericht, die Diskussion dazu zeigt auch auf, dass es so etwas wie einen Spirit geben kann, gemeinsam mit Kommunen, Ländern, Bund, mit Sozialpartnern, mit Wissenschaft an wichtigen Schlüsselstellen anzusetzen. Aber bitte dann auch von allen Seiten dieses Mitgehen. Und natürlich kann man einem Antrag der Koalitionsfraktion vorwerfen, dass dort nicht ausgiebig etwas zu Hochschulen gesagt ist. Aber das war auch nicht die Absicht. Sondern wir haben uns vorgenommen, wenn es dann, wie Kollege Heil gesagt hat, Frau Ministerin gesagt hat, um Bildungschancen für alle geht, dieses auch einmal zu beziehen auf den Anteil von 500.000 Kindern, die in Schule sind, auf größeren Teilen, die hoffentlich in Kindertagesstätten sind, auf denjenigen, die mit einer Behinderung auch in der Berufsbildung, in der Hochschule sind. Und Herr Mutlu, dann lässt man anderes eben weg, weil wir finden, das ist eine Ausfüllung einer strategischen politischen Schwerpunktsetzung. Und nochmal, Herr Jung, vielen Dank dafür, dass wir dort auch viele differenzierte Vorschläge machen konnten.
Aber es bleibt ja nicht nur allein bei den Vorschlägen, sondern entscheidend ist die Tat. Und da will ich nur darauf aufmerksam machen, wenn Sie sich jetzt die Allianz für Aus- und Weiterbildung angucken, die diese Bundesregierung mit vorgelegt hat, dann gibt es dort sehr präzise im berufsbildenden Bereich über das hinaus, was schon gemacht worden ist, Verabredungen speziell auch für junge Menschen mit Behinderung in der beruflichen Ausbildung mehr zu tun. Angefangen von Praktikumsplätzen, bei denen sich Wirtschaft verpflichtet hat, mit diesen 400.000 Praktikumsplätzen sie bewusst auch auf junge Menschen mit einer Behinderung auszubauen, bis hin zur assistierten Ausbildung. Und die assistierte Ausbildung ist ja auch etwas, wo dieses ein Fund sein soll. Und es wird sogar verabredet, zusätzliche Ausbildungsplätze für diesen Teil zur Verfügung zu stellen. Das macht doch das Strategische aus. Das Erkennen, das gemeinsam Verabreden und dann auch Umsetzung finden. Und das macht uns dann auch in Teilen zufrieden hiermit. Ich will gerne in der Logik des Bildungsberichtes bleiben und noch mal sagen, das gibt uns ja auch die Chance, tiefer zu graben. Frühkindliche Bildung, gewiss. Kollege Heil hat es angesprochen, die Ministerin hat es auch angesprochen. Wenn wir den Bildungsbericht lesen, dann kommen wir auch in selbstkritische Fragen hinein. Wir kommen in die Frage hinein, dass es dort ein Kapitel gibt, weshalb wir ausgerechnet bei Kindern aus Migrationsfamilien, von denen wir allen uns wünschen, dass sie besonders gut Sprache lernen, der Bildungsbericht uns sagt, dass dort ein zu großer Anteil eben nicht in der Kindertagesstätte ist. Ich will gar nicht versäumen, darauf hinzuweisen, das muss ja auch verwirren, wenn es gleichzeitig ein Betreuungsgeld dafür gibt, dass man nicht in Kindertagesstätte ist und wir gleichzeitig erwarten, dass doch Sprache gelernt werden sollten. Und wir aus dem Bildungsbericht diagnostizieren müssen, da fehlen 2 Jahre im Spracherwerb, die über gute Kindertagesstätte für Migrantenkinder expressis ermöglicht werden könnte. Vielleicht können wir auch an so etwas arbeiten. Ein zweiter Punkt. Der Bildungsbericht stellt heraus die Schlüsselstelle der Ganztagsschule. Sagt aber auch, dass stagniert ist. Muss uns nicht die Stagnation im Ausbau guter Ganztagsschule aus dem Bildungsbericht veranlassen, nochmal zwischen Kommunen, Bund und Ländern darüber nachzudenken, wie man gemeinsam in eine Fortsetzung der Ganztagsschulentwicklung mit Qualität und auch mehr Quantität hineinkommen kann, weil die Eltern es wünschen und weil es auch strategisch wichtig ist in Bezug auf die Anforderungen, die wir in einem modernen Arbeitsmarkt mitsehen, wo es doch auch möglich sein soll, dass Frauen wie Männer zur qualifizierten Wertschöpfung ausreichend beitragen. Und dafür bleibt Ganztagsschule eine Schlüsselstelle. Und wenn es eine Schlüsselstelle ist, dann ist es sie auch für eine strategische Bildungsverantwortung aller Kräfte. Drittes, was herausgearbeitet wird durch den Nationalen Bildungsbericht als Schwerpunkt, ist der Übergang von der allgemeinen Bildung in die berufliche Bildung. Und ich will dort noch ausdrücklich herausstellen, wie wichtig das dort ist. Kollege Rupprecht, wir haben als Parlamentsfraktion noch verstärkt, was die Regierung auch im Auge hatte, Berufsorientierung nicht nur auszudehnen in Bezug auf die Gymnasien, sondern Berufsorientierung genauso möglich zu machen, Schwerpunkt Menschen mit Behinderung in Bildung bei Förderschulen und anderem. Und dieses sagt der Bericht auch, und das sagt auch die Praxis der Berufsorientierung. Wir brauchen die ganze Seite, nicht immer nur das Abitur im Auge haben, sondern die ganze Bildungsbiografie ernst nehmen. Ich fand auch den Beitrag, Kollege Schummer, in dem Teil, wo sie bei der Floristin war, so angenehm, weil es so praktisch war. Das, was man zu Nordrhein-Westfalen sagen kann, wird gleich noch gekontert. Aber in dem Praktischen, das ist so wichtig, dass wir dieses ausbauen. Und der letzte Punkt ist ja noch mal angesprochen, die Verbindung von Berufsausbildung und Hochschule. Ja, knapp aus dem Bildungsbericht aufgenommen, freuen wir uns, wenn wir viele Master haben. Aber der Bildungsbericht sagt uns auch, wir sollten uns erst recht freuen, wenn wir viele Meister haben. Und diese Gleichwertigkeit, nicht die Priorität der akademischen Bildung, sondern die Priorität der erfolgreich abgeschlossenen Bildung im beruflichen oder im akademischen Bereich, das ist eine Botschaft, die aus dem Bildungsbericht mit erfolgt und die auch zu Handlungen führen kann, zur Handlung führen muss. Wenn dieses die letzte Bemerkung sein darf, ja, strategisch sind wir aufgestellt mit volatilen Bildungsgipfeln, mit einem kontinuierlichen Bildungsbericht, mit einer KMK, die zunehmend auch konsensorientiert strategisch sich ausrichtet. Wir werben nach wie vor dafür. Die Weisheit eines CDU-Beschlusses des Parteitages, Drucksache C13, C53, einen nationalen Bildungsrat, den uns die vormalige Bildungsministerin Frau Schaban auch anempfohlen hatte, nicht ganz von vornherein wegzudrängen, sondern an der Stelle genauso offen darüber nachzudenken, ob dieses etwas sein kann, was im Konsens in der strategischen Bündnung aller Kräfte die Bildungsrepublik Deutschland weiter befördern könnte.
Das Wort erhält nun der Kai Gehring von den Bündnisgrünen, Sprecher für Hochschule, Wissenschaft und Forschung, wird das sicherlich ein bisschen anders beurteilen hier in der Diskussion um den Nationalen Bildungsbericht 2014. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Chancen für alle gibt es noch viel, viel zu tun. Das ist Kernergebnis des Bildungsberichtes 2014 und auch mein Zwischenfazit aus dieser Debatte. Und der Reformstau ist auch deswegen so groß, weil zwei CDU-Bundesbildungsministerinnen zu wenig für Bildungsgerechtigkeit getan haben. Ein Kurswechsel hin zu einem inklusiven Bildungsaufsteigerland, das tut Not. 7 Jahre nach dem Bildungsgipfel brechen zu viele die Schule ab, bleiben zu viele ohne Berufsabschluss, bleiben Geringqualifizierte abgehängt. Und dieser Chancenmangel und die soziale Spaltung im Bildungssystem, die verschwinden nicht durch föderale Kleinstaaterei und nicht durch Unterfinanzierung. Sie werden nur durch gemeinsames Handeln von Bund, Ländern und Kommunen für die gesamte Bildungskette von der Kita bis zur Weiterbildung überwunden, für U3, für Ganztagsschulen, für Inklusion, für Schulsozialarbeit und eine Ausbildungsgarantie. Das ist notwendig. Ob gemeinsames Handeln dann zu einem nationalen Bildungsrat führt, müssen wir diskutieren. Aber fraktionsübergreifend, mit Verbänden und vor allem entlang der Frage, was ist denn der Mehrwert? Falsch dagegen ist, die Idee zu vereinnahmen und vorzupreschen, wie es die SPD gerade macht. Solche Kaperfahrten riskieren, dass eine genauso alte wie auch interessante Idee baden gehen könnte. Und akuter als ein neues Gremium ist aus unserer Sicht, mehr Kooperation in der Bildung überhaupt zu ermöglichen. Und das bildungsfeindliche Kooperationsverbot muss weiter weg. Das hat uns eine Große Koalition 2006 eingebrockt, 2014 nicht behoben. Es muss weiter weg und da muss vor allem die Union endlich ihren Widerstand aufgeben. Solange Bund und Länder eine echte Bildungszusammenarbeit verbaut bleibt, lieber ein neues Strategiegremium wie der Nationale Bildungsrat wohl eine lahme Ente. Zu alten Fehlern kommen neue Versäumnisse hinzu. Ja, erstmal ist das wunderbar, dass Bund und Länder die Wissenschaftspakte fortsetzen. Aber wo bleibt denn der Vorschlag der Koalition, wie die neuen Kooperationsmöglichkeiten in der Wissenschaft, also die neue Verfassungsrealität seit dem 01.01. genutzt werden? Fehlanzeige, da sind Sie blank, Sie haben keinen zusätzlichen Cent, keine neue Idee, das ist mau für unsere Wissensgesellschaft. Anstatt substanziell für bessere Studien-, Lehr- und Arbeitsbedingungen zu sorgen, diskutieren die Kollegen aus der Koalition lieber seit Monaten über eine angebliche Akademikerschwemme. Dabei übersehen Sie, dass wir durch den demografischen Wandel vor einem verschärften Fachkräftemangel stehen, sowohl an beruflich als auch an akademisch Qualifizierten. Unser Land braucht mehr Meister und mehr Master, und wir als Grüne wollen es den jungen Menschen selber überlassen, ob sie ein Studium oder eine Ausbildung wählen. Für Fachkräftesicherung ist unerlässlich, niemanden zurückzulassen, keine Bildungsverlierer zu produzieren und Hürden für qualifizierte Einwanderung einzureißen. In unserer global vernetzten und wissensbasierten Volkswirtschaft, da kommt es auf Vielfalt, auf Kreativität, auf Internationalität, Ideenreichtum an. Und Deutschland ist deshalb angewiesen auf Einwanderung als Innovationstreiber in Wissenschaft und Arbeitswelt. Und deswegen muss die Liste der Mangelberufe jetzt erweitert werden. Und deswegen brauchen auch junge Flüchtlinge, Asylbewerber eine Ausbildungsgarantie mit gesichertem Aufenthaltsstatus, intensiver Sprachförderung und gleichberechtigtem Zugang zur Ausbildungsförderung. Das sagt Ihnen auch jedes Unternehmen und jeder Betrieb. Gerechte Chancen und gute Bildung für alles. Beides ist übrigens konstitutiv für gelingende Persönlichkeitsentwicklung und eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Und gute Bildung immunisiert deswegen gegen Fundamentalisierung und Fanatisierung und gleichzeitig auch gegen jede Form von Vorurteilen und Menschenfeindlichkeit. Und deshalb ist gute Bildung eine Antwort auf Islamismus und Islamophobie, also auch ein wirksames Therapeutikum gegen gesellschaftliche Spaltpilze wie Pegida und Co. Und auch deswegen muss eine chancengerechte Bildungspolitik bei dieser Regierung einen höheren Stellenwert bekommen, denn das ist unerlässlich, auch für den sozialen Zusammenhalt in unserem Land.
Die Kollegin Benning hält nun das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sibylle Benning für die Union ist im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser nationale Bildungsbericht untersucht die einzelnen Stationen des Bildungsweges. Von der Kita bis zur beruflichen Ausbildung bis zum Studium. Und jede Station baut dabei auf der vorherigen auf. Und je besser ein Bildungsschritt gelingt, desto günstiger für den folgenden. Und unter Führung der Union sind wir in den letzten Jahren bei der Verbesserung jeder einzelnen Stufe deutlich vorangekommen. Bildung bedeutet neben dem Erwerb von Wissen immer auch die Entwicklung der Persönlichkeit. Entscheidendes passiert gerade hier am Beginn des Bildungsweges. In unserem Antrag verweisen wir auf die Studie der Leopoldina zur frühkindlichen Sozialisation. Erfahrungen, die in der frühen Kindheit gemacht werden, prägen den gesamten weiteren Lebensweg. Dies gilt zum Beispiel auch für den Spracherwerb, eben auch schon mehrfach gesagt. Eine sichere Beherrschung der deutschen Sprache ist eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Bildungsweg in Deutschland. Kinder aus nicht deutschsprachigen Familien sollten daher so früh wie möglich Kontakt zu deutschen Muttersprachlern bekommen. Sehr erfolgreich wirkt hier das Bundesprogramm Schwerpunkt Kitas Sprache und Integration. Wichtig wäre ein früherer Sprachtest, möglichst bei allen Kindern jedes Jahrgangs, um bei Nachholbedarf gezielt nachsteuern zu können. In der frühen Kindheit entwickelt sich auch das Selbstkonzept eines Menschen. Er entwickelt hier Strategien, um seine Ziele zu erreichen und lernt, mit Belastungen umzugehen. Und je mehr Kompetenzen hier erworben werden, umso besser sind die Prognosen für die gesamte weitere Entwicklung im Jugend- und Erwachsenenalter, darunter für die Schul- und Berufserfolg, als auch für Gesundheit und Wohlstand. Die enorme Bedeutung der frühkindlichen Bildung ist daher offenkundig. Und viel ist hier in den letzten Jahren passiert. Die Beteiligung der unter Dreijährigen an frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung hat sich in Westdeutschland seit 2006 verdreifacht und beträgt im März 2013 deutschlandweit 29%. Ja. Und bei den 3- bis 6-jährigen Kindern beträgt die Bildungsbeteiligung insgesamt 96%. Quantitativ ist der Ausbau also gut gelungen. Jetzt muss verstärkt auf die Qualität geschaut werden. Und nach wie vor sind es die Eltern, die in dieser Zeit entscheiden, welche Angebote ihr Kind wahrnimmt. Besonders für Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern kommt es daher entscheidend darauf an, die Eltern anzusprechen und einzubeziehen. Ich kenne viele gute Beispiele dafür. Meine Damen und Herren, Deutschland lebt von seinen Köpfen. Und flapsig ausgedrückt kann man auch sagen, was man nicht im Boden hat, muss man in der Birne haben. Ein guter Spruch. Das gilt nicht nur im Münsterland, das gilt bundesweit. Und da sollten wir uns auch dran halten. Unser Wissen macht uns nämlich auch wirtschaftlich stark. Dabei haben wir einen wachsenden Bedarf in den sogenannten MINT-Fächern. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Wir brauchen mehr junge Menschen, die sich hier ausbilden lassen. Auch und gerade mehr junge Frauen. Der Nationale Pakt für Frauen in MINT-Berufen wirkt hier bereits. Immer mehr Frauen folgen der Aufforderung, komm, mach MINT. 2012 gab es nämlich schon 57% mehr MINT-Studienanfängerinnen als 2008. Es geht darum, in jungen Jahren Interesse zu wecken und eigene Erfahrungen zu ermöglichen mit dem Ziel, aus diesem Grundwissen einen Nährboden wachsen zu lassen für spätere technische und naturwissenschaftliche Berufsausbildungen. Hier genau setzt die Stiftung Haus der kleinen Forscher an. 2006 gegründet und vom Bundesbildungsministerium gefördert, hat sie sich mittlerweile zur größten frühkindlichen Bildungsinitiative entwickelt, die es in Deutschland je gegeben hat. Wussten Sie das? Was zunächst auf Kitas ausgerichtet war, wird seit 2011 auch auf die Grundschulen ausgeweitet. Unser Ziel ist es, in 80% aller Kitas die kleinen Forscher experimentieren zu sehen. Bei älteren Schülern muss man noch mehr für die MINT-Fächer werben. Dazu gehört zum Beispiel, Lehrerinnen und Lehrer als Botschafter für Naturwissenschaften zu gewinnen. Nötig ist auch mehr Spielraum für vertiefende Erfahrungen und Experimente über die regulären Lehrpläne hinaus. Und hier kommt den Ganztagsschulen eine besondere Bedeutung zu. Das Angebot wurde in den letzten Jahren massiv ausgebaut.
Und derzeit geht ja jeder dritte Schüler mittlerweile schon ganztags zur Schule. Der Bedarf ist noch größer. Ganztagsschulen erhöhen nachweislich Bildungschancen. Studien belegen, dass Kinder, die regelmäßig an Ganztagsangeboten teilnehmen, bessere Lernerfolge erzielen. Der Erfolg schulischer Ganztagsbetreuung bestimmt sich maßgeblich über die pädagogischen Konzepte. Hier müssen innovative Lösungen gefunden werden. Meine Damen und Herren, das formale Ziel jeder Schulausbildung ist der Schulabschluss. Und noch immer ist die Zahl derer, die das nicht schaffen, leider zu hoch. Der Übergang zum nächsten Schritt der Ausbildung wird damit deutlich erschwert. Denn jeder, der eine Ausbildung oder ein Studium anfängt, schafft eben auch immer noch nicht den angestrebten Abschluss. Aber auch hier passiert sehr viel. Die Initiative Bildungsketten zur Berufseinstiegsbegleitung verzeichnet seit Jahren große Erfolge. Und gerade haben Bund, Länder und Sozialpartner die Allianz für Aus- und Weiterbildung unterzeichnet. Und das Konzept der assistierten Ausbildung sieht vor, dass sowohl die Auszubildenden als auch die Betriebe während der Ausbildung Ansprechpartner haben, die bei Schwierigkeiten vermitteln können. Dies alles ist ein entscheidender Beitrag zur Stärkung der beruflichen Bildung im deutschen Mittelstand, dem Rückgrat unserer Wirtschaft. Denn wir brauchen beides. Wir brauchen berufliche und akademische Bildung. Und das sage ich bewusst, weil ich die Verzahnung beider Systeme für unabdingbar halte. Die Anzahl der Studienanfängerinnen und Anfänger übersteigt ja seit Weitem die von Bund und Ländern angestrebte Zielmarke von 40% und lag 2012 bei 51,5%. Und gerade in den MINT-Fächern sind jedoch zu viele Abbrüche zu verzeichnen. Gemeinsam mit den Hochschulen und Kammern suchen wir nach neuen Lösungen, wie es weitergehen kann, wenn ein begonnener Bildungsweg nicht abgeschlossen wurde. Damit es weitergeht und damit aus dem scheinbaren Scheitern eine genutzte Chance wird, müssen wir klären, was kann angerechnet werden von einer Ausbildung in die andere, von einem begonnenen Studium für eine Ausbildung und von auf dem Ausbildungsweg erworbenen Qualifikationen für ein Studium. Die Gründe für den Abbruch liegen ja oft nicht im fachlichen Bereich, sondern in den sogenannten Sekundärtugenden. Wesentliche Kompetenzen dafür werden bereits in der frühen Kindheit erworben. Und hier sind wir dann wieder bei der Bedeutung der frühkindlichen Bildung für den gesamten Bildungsweg. Meine Damen und Herren, das Schwerpunktthema dieses Bildungsberichtes 2014, die Inklusion und was wir für Menschen mit Behinderungen im Bildungsbereich tun müssen, wurde in der Debatte bereits deutlich erörtert. Mir ist wichtig, dass wir mit den Verbesserungen im gesamten Bildungsbereich gerade auch diejenigen erreichen, die vielleicht keinen anerkannten besonderen Förderbedarf haben, aber dennoch eine bessere individuelle Förderung dringend benötigen. Betonen möchte ich, für die Bewältigung der anstehenden Herausforderungen ist das Zusammenwirken aller Akteure zwingend erforderlich. Bund, Länder, Kommunen und Bildungsträger in Wirtschaft und Gesellschaft müssen zusammenarbeiten. Der Bund stellt dafür in dieser Legislaturperiode zusätzlich 6 Milliarden Euro für Bildung und Betreuung zur Verfügung. Durch die frei werdenden BAföG-Mittel können und sollten die Länder insgesamt 1,2 Milliarden Euro jährlich in Schulen und Hochschulen investiert werden. Wenn die darin liegenden Chancen jetzt gut genutzt werden, kommen wir alle einen Riesenschritt voran. Wir kennen unsere Aufgaben und wir gehen sie entschlossen an. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sibylle Benning, nächster Redner hier für die SPD-Bundestagsfraktion, Willy Brase, Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologie, Folgenabschätzung. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin meiner Vorrednerin ausgesprochen dankbar, dass Sie auf die Bedeutung von MINT hingewiesen haben. Wir haben mal ein bisschen geschaut, wie sieht es denn aus in den Bundesländern? Was passiert denn dort? Mit Erinnerung daran, dass wir 2008 beim Bildungsgipfel Maßnahmen beschlossen haben, die für Bund, Länder und Kommunen, aber allen Dingen für Bund und Länder golden, Herr Mutlu. Und wenn Sie beklagen, dass zu wenige noch den Hauptschulabschluss oder einen Schulabschluss haben, dann müssen Sie die Länder genauso mit im Topf nehmen. Wenn wir jetzt zum MINT ausgehen, da haben wir eine wunderbare Statistik zur Kenntnis zu nehmen. Wie war es denn mit den MINT-Abschlüssen in den Jahren 2013 bezogen auf 1.000 erwerbstätige MINT-Akademiker?
Da hatte NRW 74 Abschlüsse, Niedersachsen, Bremen 68. Schlusslich war Hessen mit 54 und der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 63. Also wenn man Bundesländer kritisieren will, dann richtig. Ich glaube, hier hat NRW und Niedersachsen was Gutes getan, sehr geehrte Damen und Herren. Ich fand es auch sehr interessant zu erfahren, dass das Bundesland Sachsen einen Bildungsplan für Kitas vorgelegt hat. Auch ein Ausdruck der gemeinsamen Verabredung 2008. Wir machen einen Plan, damit das mit den Kitas vernünftig läuft und dass immer mehr junge Kinder eine Chance haben. Auch das ist eine gute Sache von Bundesländern. Und lieber Uwe Schummer, wenn ich mir anschaue, was die Regierung Rüttgers in Nordrhein-Westfalen hinterlassen hat, der war ja mal Bildungsminister hier in der Bundesregierung. Wir haben in Nordrhein-Westfalen seit 2010, 2011 den U3-Ausbau um 75% gesteigert. Wir haben seit diesem Datum 225.000 Plätze von Ganztag erhöht auf 280%, nochmal eine Steigerung um 25%. Wir haben die Studienanfängerzahlen ebenfalls um 25% gesteigert und dabei haben wir auch noch die Studienanfänger in den MINT-Fächern gesteigert um 50%. Das ist ein Ausdruck von einer richtigen Politik, die aber nicht erst 2011 oder 2012 begonnen hat, sondern die teilweise Jahre zurückliegt. Das Beste, was Nordrhein-Westfalen passiert ist, war Ende der 60er Jahre, dass man den Ausbau der Hochschulen und Fachhochschulen massiv vorangetrieben hat. Da hat auch Herr Rüttgers etwas getan, das wollen wir nicht außen vor lassen. Also, die Länder machen schon gute Sachen. Und wenn ich an die Inklusion denke, da haben wir 2012 bis 2017 750 Millionen zusätzlich Mittel in die Hand genommen, werden wir in die Hand nehmen, über 3.800 Lehrerstellen. Also, das geht schon ganz gut nach vorne. Im Bericht, da will ich doch noch mal kurz darauf zurückgehen, wurde auch beschrieben, dass wir nach wie vor in dieser Republik ein Problem damit haben, dass junge Leute vor dem Hintergrund sozialer und bildungsferner Situationen und Befindlichkeiten wesentlich schlechtere Chancen haben. Und das ist leider immer noch so. Und das trifft den Bund, das trifft die Länder und das trifft die Kommunen. Und deshalb will ich eine Initiative erwähnen, wo ich in den letzten Tagen habe mitsprechen können, Initiative Arbeiterkind.de. Freiwilliges Engagement von jungen Leuten, die sagen, wir wollen Informationen auch in diese Familien hineinbringen, dass auch Kinder aus diesen Familien natürlich eine Chance haben, mit den Bedingungen, die wir als Gesellschaft schon lange zur Verfügung gestellt haben, eine Chance haben, auch wenn sie wollen, studieren zu können. Jedes Jahr 30.000 sprechen sie ehrenamtlich an. Mir war es ein Bedürfnis, von dieser Stelle auch zu sagen, danke, dass hier auch junge Menschen sich Gedanken machen, dass alle eine Chance kriegen, auf dem Weg nach vorne zu gehen. Leider habe ich nicht mehr so viel Redezeit, Herr Präsident, aber eine Bemerkung darf ich noch machen. Mit der Allianz für Aus- und Weiterbildung wollen wir nicht nur mehr Ausbildungsplätze für junge Leute, wollen wir nicht nur mehr Berufsorientierung machen, sondern wollen wir auch noch mal deutlich machen, der Gleichwertigkeit von allgemeiner und akademischer Bildung. Das kann man nicht oft genug sagen. Wir bieten den jungen Menschen zwei Wege an, die sie ganz nach oben führen. Und wer das möchte, muss und kriegt alle Unterstützung. Vielen Dank für Ihr Zuhören. So, und der letzte Redner in dieser Debatte zum Nationalen Bildungsbericht 2014 kommt wieder von der CDU-CSU, Sven Vollmering. Sven Vollmering ist der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als letzter Redner der Debatte möchte ich noch einmal die Gelegenheit nutzen und allen Menschen, die im Bildungssektor arbeiten, zu danken. Sie leisten in unseren Kitas, Schulen, Hochschulen und Fortbildungseinrichtungen wirklich Großartiges. Und wenn der nationale Bildungsbericht feststellt, dass es positive Entwicklungen in allen Bildungsbereichen gibt und Bildungsbeteiligung sowie Bildungsstand der Bevölkerung in Deutschland verbessert wurden, dann ist das ein Erfolg. Und ich freue mich, dass die Grünen und Linken versteckt in ihren Anträgen ebenfalls von Verbesserungen sprechen. Inhaltlich hingegen erinnern sie an Scheinriesen, die meinen, in wenigen Schritten, bestehend aus Rechtsansprüchen, neuen Gesetzen, das Ziel einer perfekten Bildungsrepublik sofort erreichen zu können. Und das funktioniert so nicht.
Der Antrag der Koalition mit vielen konkreten Punkten wird erfolgreicher für das Bildungssystem sein, weil er realistischer ist als Ihre allgemeinen Forderungen. Das Ceterum censeo eines neuen Artikels 91b Absatz 2, was war Grundgesetz, was wir ja auch immer wieder gehört haben in dieser Debatte, ändert nichts, aber auch gar nichts an dem Befund, dass der Bund in enger Kooperation mit Ländern und Kommunen sehr viel in der Bildungspolitik leistet, was den Schulen, von denen die Schulen direkt und indirekt profitieren. Für unsere einjährige Tochter habe ich zum Beispiel, Frau Dörner, weil Sie ja bemängelt haben, es gäbe nichts in der frühkindlichen Bildung, was das stützt, zum Beispiel letztens bei der Kinderärztin das Starter-Set des Programms Lesestart bekommen. Die Stiftung Lesen hat mit Mitteln des BMBF wirklich etwas Ausgezeichnetes geschaffen, das mit insgesamt 3 weiteren Sets, die bis zur Einschulung dann auch wirken, doch gute Leistungen auch anbietet und letztendlich doch Lust auf Lesen auch macht. Und das kommt in Deutschland jedem Kind zugute, aus allen Bevölkerungsschichten, mit jedem Hintergrund. Und als weitere Maßnahmen nenne ich doch auch die vielen Wettbewerbe, die der Bund fördert. Beispielsweise Jugend forscht, wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Oder die qualitätsoffensive Lehrerbildung, zigmal in dieser Debatte auch schon angesprochen. Und wenn das Engagement des Bundes in der Bildungsforschung für die Schulen auch letztendlich, was ja oder hier heruntergeredet worden ist, dann ist das auch ein falsches Signal. Wir fördern insgesamt 300 Forschungsprojekte mit 165 Millionen Euro, und die zeigen uns doch auch sehr, sehr deutlich und liefern Erkenntnisse, wo wir auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren müssen. Und wir müssen doch endlich von dieser reinen Zahlen- und Quotenfixierung dann auch mal runterkommen und auch von der Qualität sowie der inhaltlichen Ausgestaltung der Angebote in der Bildungspolitik sprechen. Und wenn die Bildungsforscherin Fabienne Becker-Stoll in der FAS vom 2.8.2014 darüber spricht, dass Kinder aller Schichten und Bevölkerungsgruppen, bevor sie eine schlechte Einrichtung besuchen, eigentlich besser zu Hause bei ihren Eltern bleiben sollten, dann verdeutlicht das doch auch den Spagat, den wir in der Politik dann zwischen Qualität, Quantität und politischen Zielen vollziehen müssen. Und an dieser Stelle sage ich auch deutlich, bin ich froh, dass wir das Betreuungsgeld haben. So. Nein, nicht oh wei, ist ja richtig. So. Und diese Qualitätsfragen stellen sich auch bei anderen Themen, auch beim Thema Inklusion und auch beim Thema Ganztag. Und die gesellschaftliche Antwort, die manchmal auch immer gegeben wird, weniger Leistungen, keine Hausaufgaben, keine Noten, und das ist dabei sicherlich auch nicht der Lösungsweg. Denn Schülerinnen und Schüler müssen abseits der Schule Zeit für sich haben, auch Gelerntes zu wiederholen, neue Hürden zu meistern und Leistungen zu zeigen, Herr Heil. Da sind wir uns ja auch durchaus einig, wie wir gerade gehört haben. Aber natürlich gilt es, Verbesserungsvorschläge zu diskutieren. Das betrifft beispielsweise unterrichtliche Belastung am Mittag, das betrifft die Inhalte, wie wir die letzten Tage auf Twitter gelernt haben, aber das betrifft auch die Erfahrung von Vereinen, dass Kinder und Jugendliche weniger Zeit für außerschulische Engagements haben. Und wenn Lehrerverbände und Studien davor warnen, dass der psychische Druck für manche Schüler größer wird, weil Abitur und Studium als alleinseligmachende Königswege der Bildung angesehen werden, dann muss auch reagiert werden. Und angesichts des demografischen Wandels und der steigenden Studierendenzahlen brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass bei 49 Fachkräftegattungen, bei denen eine duale Ausbildung möglich wäre, dramatische Engpässe in Millionenhöhe bestehen. Und wir müssen das Bildungssystem stärker mit der Lebensrealität verbinden. Und eine der Wirklichkeiten ist, dass es Informationsdefizite bei der Berufsorientierung gibt, an allen Schulformen und in allen gesellschaftlichen Schichten, wie Allensbach herausgefunden hat. Und daher ist es gut, dass der Antrag der Großen Koalition 8 Punkte allein zu dieser Thematik anspricht. Von den Grünen gab es insgesamt nur 9 Forderungen im gesamten Antrag. Also von daher können Sie sich Ihre Kritik an diesem Bereich auch aber eindeutig sparen. Die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Unternehmen und Behörden muss intensiviert werden. Wenn nur 1/4 der Schüler die Angebote nutzt und für hilfreich hält, die Bundesagentur für Arbeit im Bereich der Berufsorientierung anbietet, dann ist das erschreckend. Es ist genauso erschreckend, wenn man dann immer wieder von Schülern auch hört, dass es den Berufstipp Model dann auch gibt, weil man so gut auch aussehe. Dann sind das Punkte, die beweisen, dass da letztendlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss auch erreicht ist. Und von daher ist es ja auch kein Wunder, dass sich die Jugendlichen vor allem mit ihren Eltern über Berufsfragen unterhalten, was mal positiv, aber auch mal negativ sein kann.
Und von daher ist es gemeinsames Ziel der Großen Koalition und auch in dem Antrag festgelegt, dass wir sagen, wir wollen jungen Menschen und auch den Eltern realistische Zukunftsperspektiven aufzeigen, damit wir Abbrecherquoten senken und jedem Jugendlichen, wie es die Allianz für Aus- und Weiterbildung vorsieht, eine Ausbildungsgarantie geben können. Und diese Intensivierung der Berufsorientierung, die unser Ziel ist, die bedeutet natürlich eine Herausforderung für die Schulen. Und deshalb brauchen sie auch Entlastung. Und das ist natürlich auch ein Thema, worüber KMK mal reden sollte. Denn die Kolleginnen ächzen natürlich schon unter einem enormen Bürokratieaufwand in Deutschland. Dokumentationspflichten, das Schreiben von Papieren für die Schublade und auch die Erhebung mancher unwichtiger Statistiken rauben Zeit für die Schülerinnen und Schüler. Und deshalb muss Bürokratie im deutschen Bildungssystem reduziert werden. Nicht alles muss bis ins letzte Detail geregelt und standardisiert werden. Und da muss Schulen auch mal Freiheit gegeben werden, stärker auf aktuelle Entwicklungen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft eingehen zu können, ohne durch zentrale Vorhaben und Vorgaben gelähmt zu werden. Warum sollten Schulen, die beispielsweise Vorreiter bei der Inklusion sind, nicht die Möglichkeit haben, in Eigenverantwortung von Klassenfrequenzrichtlinien abzuweichen? Es ist jetzt gerade das Hohelied auf Nordrhein-Westfalen gesungen worden. Aber der Stadt Dienstlaken ist genau das verboten worden von der Landesregierung, weil sie eine Vorreiterschule im Bereich der Inklusion sind und diese dringende Bitte auch geäußert haben. Von daher ist daher auch in NRW noch nicht alles Gold, was glänzt, und das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Wir müssen bereit sein, natürlich auch neue Strategien zuzulassen. Das Handwerk hat die Idee des dualen Abiturs vorgestellt, um Abiturienten in entsprechende Berufe zu locken. Auch mit diesem interessanten Ansatz sollten wir uns beschäftigen. Digitale Bildung und Inklusion wird uns in diesem Jahr auch verfolgen. Nichtsdestoweniger, meine Damen und Herren, zum Abschluss. In der Bibel steht, Gelassenheit bewahrt vor großen Fehlern. Ein großer Fehler wäre es, der Präsident die Redezeit zu überziehen. Allerdings ein anderer Fehler wäre es auch, wie der DGB das in der letzten Woche getan hat, teilweise überdramatisch alles schlecht zu reden. Deutschland ist bei der Bildung auf einem guten Weg. Die Koalition hat einen starken Antrag vorgelegt, den der Bundestag in aller Gelassenheit annehmen kann.